Ein wunderschönes Moin Moin, meine Lieben. Wir sind zurück im alten Ägypten, wo jeder Moin sagt. Ja, das ist wie im Hamburger Hafen, ne? Das ist ja genauso. Am Nil. So, wir haben das letzte Mal mit Imhoteps Familie, die Imhoteps halt, gespielt und hatten die ersten beiden Missionen gemacht. Wir spielen weiter in der Kampagne und ich bin gespannt. Wie gesagt, wer das erste Video gesehen hat, ihr wisst, ich habe Pharao nie gespielt. Und bin jetzt in Mission 3, 3050 vor Christus, zu Beginn der prädynastischen Zeit. Entschuldigung. Ja, steht ihr Spitze einer kleinen Gruppe Nomaden und wir gehen nach Pervadiot. 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 Okay. Der Nil und seine Gefahren. So. Bevölkerung von 600. 10 bescheidene Häuser. Okay. Ja, bin mal gespannt. Nächste Mission, wie das hier wird. Da ein bisschen mal runter. Demnächst geht es ja auch bei mir auf meinem Kanal mit Witcher weiter und mit Game of Thrones geht es natürlich gerade weiter. Da sind die ganzen Häuser gerade wieder so ein bisschen am Losstarten. Die freien Männer, die früher mal die Mauer waren, sind auch am Rumramodern und ja, bin sehr gespannt, wie das sich weiterentwickelt. Hoffe, die Soundqualität jetzt ist ein bisschen besser als im ersten Video. Da ist es ja mir fast um die Ohren geflogen. Habe ich mir fast das Gehör mit kaputt gemacht, so laut wie das Spiel eingestellt war. Oh, ich glaube, da dreht sich nichts mehr. Sound sich verändert. Der tinnitische Adel kämpft noch immer darum, die Länder am Nil unter einem Herrscher zu vereinen. Man hegt die Hoffnung, dass sie ihn bei diesem Bestreben unterstützen werden und sich darum bemühen, bei Pervadiot im feuchten Deltagebiet Unterägyptens ein blühendes Gemeinwesen aufzubauen, wodurch der Einfluss des Adels entlang des gesamten Heiligenflusses gestärkt wird. Um mehr als nur ein kleines Dorf zu ernähren, müssen sie lernen, wie man Landwirtschaft betreibt. Ägyptische Bauern haben begonnen, den fruchtbaren Schlamm, der jedes Jahr nach der Überschwemmung des Nils zurückbleibt, zum Anbau von Pflanzen zu nutzen. Doch zahlreich sind auch die Gefahren, die am Nil lauern. An seinem Ufer und im Wasser wimmelt es von todbringenden Krokodilen, von Nilpferden und von Stechmücken, die Malaria übertragen. Okay. Um ihr Volk im Pervadiot zu ernähren, müssen sie Farmen direkt im Überschwemmungsgebiet errichten, um die Vorteile der erhöhten Fruchtbarkeit zu nutzen. Im Gegensatz zu den meisten Arbeitsstrukturen brauchen die Farmen Überschwemmungsgebieten keinen direkten Zugang zu Bauernarbeitern. Jedoch eine ständige Anzahl von ihnen, die von Farmen Überschwemmungsgebieten die von Arbeiterlagern zur Verfügung gestellt wird, um ihr Felder zu beackern. Errichten Sie Arbeiterlager in der Nähe von Farmen und Überschwemmungsgebieten, damit ein Bauer nicht weiter laufen muss. Jedes Jahr überflutet der Nil seine Ufer und füllt den ausgelaugten Boden in den Überschwemmungsgebieten mit reichhaltigen, fruchtbaren Schlamm auf. Die Bauern holen die jährliche Ernte kurz vor den Überschwemmungen ein und liefern sie an ihre Silos. Da es nur eine Ernte pro Jahr gibt, sollten sie sicherstellen, dass ihre Stadt über genügend Silos verfügt, um eine ausreichende Menge an Nahrungsmitteln für den wachsenden Bevölkerung zu lagern. Ah ja. Ja. Ich kann jetzt rechts oder links bauen. So, erstmal hier stopp. So. Okay. Hm.
Sicherheit, Hygiene, Dorfpalast, okay. Landwirtschaft. Wir brauchen Wohnraum. Eins, zwei, drei. Bis zu zwei Felder um sich, ne? Also müsste das doch jetzt noch abdecken, oder nicht? Hat das Ding keine Brandgefahr, keine Einstürze, okay? Wir brauchen aber trotzdem. Bazaar. Okay, wir starten jetzt erst einmal. In normaler Geschwindigkeit. Ah ja, was wir auf jeden Fall machen sollten, ist da und da. Naja, da haben die Leute, die zuziehen wollen. Sehr schön. Ja, das ging ja flott. Und schon ziehen die nächsten Menschen dazu. Wie viel kann das denn sein? 20 Arbeiter. Okay.
Noch mehr Bevölkerung. Okay. So. Architektenbüro. Kommt dahin. Brandschutz. Kommt dahin. Polizei machen wir später. Eine Arztpraxis. Brauchen wir sowieso. Ich hoffe nicht, dass sie so anfangen zu husten. Hebt uns ihre Stimmung, kann auch ein paar Arbeitsverhältnisse. Moment, kein Straßenzugang. Okay. Der Tempel des Osiris. Okay, nochmal kurz Pause. Religion machen wir gleich. Unterhaltung könnten wir auf jeden Fall auch wieder gebrauchen. Okay, gut, kommen wir gleich zu. So, wir haben die Farmen. Ich glaube, da müsste ich noch mehr von haben. Ich habe das Gefühl, dass das noch wichtig wird. So richtig wichtig. Pause beenden. Dann brauche ich noch ein weiteres Arbeitslager. Dann will ich hier oben noch mal eins bauen. Und ich brauche noch mehr Silos. Das sieht nämlich jetzt schon so aus, als ob es sehr voll wird. Moment. Lagerung, Silo. Direkt noch mal eins daneben. Straße, Straße. So. Dann mache ich hier noch mal ein zweites Arbeitslager hin. Dann lösche ich die beiden Gebäude da. Weg, weg. Da. Arbeitslager. Zweites, damit auch die dann da bewirtschaftet. Ich hoffe, dass sie dann bewirtschaftet werden. Vielleicht kann auch sein, dass ich die hier oben irgendwie bauen müsste. Nein, nein. Dienstleistung. Da. Ein Architektenbüro. Kommt dahin. Feuerwache kommt dahin. Okay, Pause vorbei. Oh, Malaria tritt vor allem in der Nähe von Wasser- und Sumpfgebieten auf. Die Malaria-Spezialkarte zeigt, in welchen Häusern die Wahrscheinlichkeit, an dieser Krankheit zu erkranken, höher ist. Der Zugang zu sauberem Wasser aus einer Wasserversorgung und Insektenschutzmittel, die von einem örtlichen Apotheker hergestellt werden, verbringen, verringern die Malaria-Risiken für jeden Haushalt erheblich. Wie die meisten Gebäude funktioniert auch die Apotheke nur, wenn es über einen Straßenzugang Arbeitskräften verfügt. Ah, okay. Der Nil wird gerade überschwemmt. Oh, das ist die Frage. Reicht das jetzt? Schützen Sie Ihre Bewohner mit einer Apotheke. Ah.
Ja, ist jetzt auch besetzt, die Apotheke. Der Nil ist überschwemmt. Verbessern Sie Ihre Behausung weiter. Mhm. Ich brauche Tempel. Ah, das Hochwasser geht zurück. Sehr schön. Beim großen Osiris. Nähe von Schreinen. Okay, gut. Die Landwirtschaft läuft. Die Landwirtschaft läuft. Einmal kurz auf Stopp. Wir brauchen mehr Farmen. Lebensmittel da. Feigenfarmen. Nilometer-Vorhersage. Diese Stadt ist wahrlich gesegnet. Unser Priester sagt für das kommende Jahr eine perfekte Überschwemmung voraus. Wird Osiris aufrichtig verehrt, können die Stadt noch folgendes Jahr wieder damit gesegnet werden. Okay. Schrein des Osiris. Halt, warte, wir haben doch hier so ein... Mann, ist das empfindlich manchmal. So, da oben. Nilometer-Vorhersage, Straßenzugang, Arbeitskräfte. Oh, Arbeitskräfte benötigt. In der Stadt gibt es nicht genügend Leute für Arbeitsfähigkeit. Alter, falls die Stadt sich bald weiter Arbeitskräfte findet, werden die Dienstleistungen sich ja verschlechtern und die Produktion der Gewerbe zurückkehren. Okay. Religion. Ja, Osiris. Ja, die stehen ja in der Nähe eines Tempels. Hätte ich den Tempel vielleicht da hinsetzen sollen? Oder ich bräuchte zwei Tempel? Steuern. Religion. Gesundheit. Bildung, Unterhaltung. Unterhaltung hat keiner. Da kümmern wir uns jetzt auch als nächstes mit drum. Hm. Gauklerschule. Hab's nicht auch noch, ja. Sogar ein Priester braucht für seine Unterhaltung etwas mehr als nur Gebete. Hm. Option. Audio.
Ja, machen wir mal die Stimme auf 50% runter. Bestätigen. Ja. Ohne zusätzliche Arbeitskräfte können wir Osiris nicht den Respekt erweisen, der ihm gebührt. Bedeutet, wir brauchen Häuser. Zumindest wandern sie jetzt hierher. Kann ich das auch auf eine andere Ecke setzen? Vielleicht noch eine zweite Arztpraxis auf Dauer. Ein weiterer Apotheker. Auf den Farmen wird gut gearbeitet. Gut. Nachdem Sie Ihr Volk mit Grundnahrungsmitteln und Wasser versorgt haben, können Sie sein Lebensstil mit anderen Gütern wie zum Beispiel Töpferwaren verbessern. Bauen Sie eine Tongrube in der Nähe eines Gewässers und eine Töpferei in der Nähe. Stellen Sie sicher, dass diese wie üblich Zugang zu Arbeitskräften haben und schon bald liefern eine Karren von Töpfern den Töpferwaren in ihrer Stadt herstellen. Errichten Sie ein Warenlager, um das Endprodukt an überschüssigen Ton, den die Töpferei nicht benötigt, zu lagern. 3 Tongruben können normalerweise genug für Ton für 4 Töpfereien liefern. Die Arbeiterinnen der Basars holen die Töpferwaren aus dem Warenlager ab. Okay. Produktion also. Ist das eine Tongrube? In der Nähe eines Gewässers. Ah. Okay, okay. Gut. Mal kurz Stopp. So. So, da haben wir noch eine Straße. Dann haben wir ein Lager für Ton. Also Silo nicht, Warenlager, genau da. Moment. Da. Und das kann da erstmal weg. Ui, oi, 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 oi.
Habe ich genug Silos? Oh, die Silos sind voll. Sie müssen immer dafür sorgen, dass sie mehr Einwohner als offene Stellen haben. Aber nicht jeder in ihrer Stadt, der in der Lage zu arbeiten. Sie können einen schnellen Blick auf die Statistik zur Oberung. Ne? Ah, okay. Ja, sie entwickeln sich schon mal weiter. Und 18 Arbeiter, 468 Einwohner. Arbeitslosigkeit bei 22% aktuell. Okay. Nilometer. Oh, Verschönerungen. Gut gemacht. Sie haben eine Industrie ins Leben gerufen und können jetzt Sie dafür nachdenken, Ihre Stadt zu verbessern. Die Verschönerungsmaßnahmen können Sie einige Stadtteile attraktiver machen, indem Sie die Umgebung attraktiver gestalten können. Gärten, Statuen, Plätze dazu beitragen, dass Sie die Häuser weiterentwickeln. Mehrere Gärten können miteinander angelegt werden, um größere Parks zu bilden. Aber Ihr Erscheinungsbild ist zufällig Platz für einen Platz. Aber Ihr Erscheinungsbild ist zufällig. Platzieren Sie Plätze an gepflasterten Straßen, um Ihr Aussehen zu verbessern und die Attraktivität der umliegenden Grundstücke zu steigern. Statuen können wie die meisten Gebäude mit der Taste R gedreht werden. Oh, wusste ich gar nicht. Lächeln. Ah, Verschönerungen. Statue. Gärten. Ah, jetzt kommen erstmal die Gärten zwischen die Häuser. Warum entwickelt ihr euch eigentlich nicht weiter? Ah, es braucht einen Basar in der Nähe. Der Basar ist zum Beispiel da, viel zu weit weg.
Ja, dann machen wir das so. Arbeitslosigkeit von 24%, okay. Ja, jetzt entwickeln die sich weiter. Sehr schön. Hey, nein. Oh, scheiße. Nein, so nicht. Eine Segnung von Osiris. Osiris, Gott der Nilflut, segne diese Stadt mit den aufrichtigen Verehrungen. Die Ernte aller im Überschwemmungsgebiet angelegter Farmen wird doppelt so reich ausfallen wie erwartet. Ach du heilige Scheiße. Ich brauche noch ein Silo. Gut, dass ich da noch eine Straße gebaut habe. Drei Silos, drei Arbeitslager. Man hat mich aus meinem Haus geworfen. Aha. Okay. Aha. Jetzt muss ich mal eben was gucken. Religiöser Platz. So. Bei Horus.
Na gut. Das nenne ich monumental. Gewöhnliches Fest. Fest anordnen. Ein üppiges. Brauche ich noch mehr Schreine? Auch mehr Tempel. Muss ich noch einen zweiten Tempel da oben hinknallen. Was soll das denn? Natürlich habt ihr Zugang zu einem Tempel. Der ist direkt vor eurer Nase. Zwei Stück sogar. Wie viele Kirchen soll ich euch denn noch bauen? Ah, jetzt entwickeln die sich gerade weiter. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Stopp, da ist einer, der weiß nicht wohin mit seinem Essen. Lager. Gut, was ist das? Bazaar. Nein, Dienstleistungen, Lebensmittel. Okay. Ja. Ah, jetzt weiß er wohin. Genau, bringen wir meine Feigen sofort weg. Die Verehrung, die ihre Stadt Osiris im Händen des Nils. Sehr gut. Sehr schön. Und die Bevölkerungszahl steigt auf. 15% nur Arbeitslosigkeit. Das ist doch schön. Also habt ihr keinen Zugang zur Religion? Keinen Zugang zu einem Wasserträger. Das kann man ja beheben. Kurz Pause. Wir brauchen mehr Wasserträger. Einen Tempel des Osiris entfernen und dafür dann eine Straße anlegen. Rund um den Festplatz. Was zur Hölle? Ah, okay. Läuft noch alles. Mein Computer spielt da rum. So.
Ja. Will dann auch schon, dass die alle hier was zu tun haben. Kann man hier noch einen Platz errichten? Weiß nicht. Ich glaube, ich muss vorher das Feld räumen. Ist das so? Nö. Ah, dann kommen da Gärten hin. Mach's sowieso schöner. Na bitte, jetzt geht's wieder hoch mit der Bevölkerung. Landwirtschaft läuft. Da es dort kaum Unterhaltung gibt. Also der Stadtplan ist schon eine Herausforderung in diesem Spiel, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich könnte die Tempelanlagen alle ein Stück nach hinten verrücken, aber ich habe dafür bald kein Geld mehr und ich habe auch keine anderen Geldeinnahmequellen in dieser Mission. Nee. Na komm, wir haben fast die 600 Bevölkerung erreicht. Geschafft! Dorfältester. So, aber ich hole mir mal eben einen neuen Kaffee. So, da bin ich schon wieder. Ich habe mir erstmal ein Käffchen geholt. So, 3000 vor Christus, frühdynastische Zeit. Während der frühdynastischen Zeit schließen sich die Dörfer, die während der prädynastischen Zeit gegründet wurden, nach und nach zum großen Königreich Ägypten zusammen. Die junge Zivilisation gründet ihre Hauptstadt, befestigt ihre Grenzen, erobert die Gewässer und errichtet die ersten monumentalen Gräber. Hauptsache, man wird nicht vergessen. Und wir gehen nach Nechen. Der erste Pharao. Bevölkerung von 1000. Wow, 10 bescheidene Wohnhäuser. Also müssen wir den ersten Pharao hervorbringen. Das wird ein leichtes sein für uns, nicht wahr? Mal gucken. Bin mal gespannt. So, das ging aber flott. Während die Bevölkerung entlang des Nils den äußerst rauen Bedingungen trotzt und um das nackte Überleben kämpft, ist ein lokaler König namens Narma an die Macht gekommen. Obgleich er über einen großen Teil des Landes herrscht, ist eine vollständige Vereinigung der beiden Königreiche noch lange nicht in Sicht. Narma wünscht, dass zum Gedenken an seine Thronbesteigung ihre Familie sich in Nechen niederlässt und hier eine neue Stadt errichtet und regiert. Die Stadt wird Tempel zu Ehren vieler ägyptischer Gottheiten und eine große Anzahl an Unterhaltungsstätten besitzen. Okay. Der Schutzgott dieser Region ist Re, aber auch Osiris und Bastet werden hier als lokale Gottheiten verehrt. Sorgen Sie dafür, dass diese Stadt mehr Tempel und Schreine hat, die Ra gewidmet sind? Aber vernachlässigen Sie auch die lokalen Gottheiten nicht. Stellen Sie sicher, dass Ihre wertvollsten Bürger Zugang zum Tempel haben und verschiedene Götter geweiht sind. Okay, vielleicht gucken wir erst einmal. Steine. Aha. Ah, das Überschwemmungsgebiet ist da. Dann weiß ich auf jeden Fall. Und ab hier wird unser Hauptsitz. Pause. Entwickeln Sie Ihre Stadt. Ja, als erstes einmal benötigen wir eine lebensmitteltechnische Infrastruktur. Beginnen wir mit. Oh, Getreidefarmen.
So. Arbeitslager. Silo. Ah, ist ein Baum im Weg. Weg mit dir. So, fangen wir an mit der Planung. Arbeitskräfte möglich. Ja, ist klar. Wir müssen jetzt erstmal gleich mit der Gründung der Stadt beginnen. Weil hier wird Hauptwohnsitz der Bevölkerung wahrscheinlich gleich sein. Mist, da habe ich was zwischen vergessen. Mist, Mist, Mist. So. Jetzt kommen dazwischen Brunnen. Normale Brunnen. Nee, nicht Ziehbrunnen. Der kommt gleich da oben hin. Bazar kommt dann dahin. Oh nein, normaler Brunnen. Dienstleistung, Lebensmittelvertrieb da.
wir mal die Zeit laufen. Und da. Und da erstmal. Ah ja, da kommen unsere Bevölkerung angerannt. Oh, ziemlich viele, die zuwandern wollen. Das ist schön. So, die müssen sich relativ zügig weiterentwickeln eigentlich. Fruchtbarkeit 72 ist Alkaland verbessert. So, da sind die ersten Arbeiter, die bereits anfangen zu ackern auf dem Acker von Akkon. Ja, voll den Prunk hier rausrotzen, ey. So, haben wir Topfverwahren jetzt auch. Erstmal die Infrastruktur anlaufen, die Leute zuwandern. Naja. Vielleicht brauche ich mehr Getreide. So auf Dauer. Der Meer wird gerade überflutet. Wir errichten hier eine Tempelstadt. Schreine haben wir hier jetzt schon mal. Müssen noch mehr Schreine aber errichtet werden. Ein Tempel des Re.
Muss auf gepflasterten Straßen platziert werden. Ah. Anspruchsvolle Ägypter hören in ihrer Freizeit gerne Musik und sehen sich gelegentlich eine Gaukelei an. Während an der kleinen Schauboden nur Gaukler auftreten können, können in einem Musikpavillon sowohl Gaukler als auch Musiker gemeinsam auftreten. Bauen Sie ein Musikpavillon, an dem sowohl Gaukler als auch Musiker gemeinsam auftreten. Bauen Sie ein Musikpavillon an einer Kreuzung und ein Konservatorium in der Nähe, um Musiker auszubilden. Der Zugang zu verschiedenen Arten der Unterhaltung erhöht die Lebensqualität jeder Stadt deutlich. Okay. Ah, warte mal. Von der Kreuzung muss das gebaut werden wahrscheinlich, ne? Ja. Oder? Tempelbezirk. Oh, perfekt. Schönern. Ah, Bier- und Gerstenfarm. Die ägyptischen Mitarbeiter haben die Kunst der Bierbrauen perfektioniert, das in Ägypten zu einem sehr beliebten Getränk geworden ist. Entschuldigung. Mit der Gerste, die sie von einem örtlichen Farmer erhalten, stellen sie Brauer Bier her und liefern es an Warenlager, wo es den Basararbeitern verteilt wird. Ach, Bier? Das kenne ich. Ich stimme zu. Bier brauchen wir. Wir haben nicht genug Lebensmittel. Ah, fuck! Ganz vergessen, da eine Straße hinzusetzen. Ich Esel. Gut. Entfernen wir erstmal hier die Bäume. Und alles andere gleich mit. Bauen nämlich noch ein Arbeitslager. Ob wir hier oben Gerste anbauen können.
Dann kommt da nämlich jetzt noch ein Arbeitslager hin. Dafür habe ich noch nicht das Geld. Dorfpalast, okay. Nö. Warendienstleistung, Arbeitslager. Dann werden wir das gerade noch haben. Noch ein Silo. So. Und da ist eine Straßensperre. Die nehmen wir da mal weg und die kommt da hin. Ich habe eine Arbeitslosigkeit von 14%. Na warte, dann müsste ich da jetzt hier Platz draus machen können. Gut, die arbeiten alle. Was fehlt denen denn? Okay. Oh fuck, die Silos sind voll oder die laufen, die sind einfach gerade abgesoffen, die Leute. Scheiße. Toll. Da wird noch ein Bazar benötigt. Heilige Scheiße, Mann.
Nächste Überschwemmung fällt besser aus. Oh, mehr Nahrung. Oh, die Götter sind mir wohlgesonnen. Wenn die Gegend attraktiver wird. Okay. Was so ein kleiner Garten doch ausmachen kann. Direkt vor der Tempelanlage. Ein kleiner Platz mit Musik. Ah, wir brauchen Bier. Überschwemmung erledigt. Ah, wir brauchen noch ein Warenlager ganz dringend. Das eine, das wir haben, ist voll. Da. Ja, da muss jetzt gleich ein Mitarbeiter rein. Produktion, Brauerei. Herr mit der Gerste. Bestimmt. Nilometer. Danke. Ah. Es macht auf jeden Fall richtig Laune. Es macht richtig Spaß. Ich wünschte, ich hätte Pharao früher schon mal gespielt. Es macht richtig Spaß, diese Stadt zu wirtschaftlichem Wachstum zu bringen. Jetzt brauchen wir halt Bier. Sobald wir Bier haben, können wir damit was anfangen. Gerste ist da gelagert. Gut, ich hoffe, dann können wir die Gerste auslagern, damit wir mehr Bier brauen können. Bier braucht das Volk. 1000 Jahre Bier. Ich habe gehört, dass hier jeder Arbeit finden kann, der Arbeit sucht. Ja, und jetzt wandert die wieder weg. Das ist gar nicht so schön. Da brauche ich noch eine Brauerei. Produktion. Noch eine. Einwohner, mehrere kleine Tempel an allen möglichen Ecken. Da könnte doch einer hin. Oh, es geht Bier! Ich hoffe, da geht's nicht weiter. Ja, doch, doch. Also doch, da, ich würde auch sagen, dass ich was verpasst habe damals, als dieses Spiel rausgekommen ist. Ich kann die Faszination vieler Leute für dieses Spiel super nachvollziehen. Eine kleine Perle der Wirtschaftssimulation. Und das Warenlager dort ist auch schon überfüllt. Brauch noch eins.
bringt dort die Waren hin. Nur in diesen Randbezirken machen wir es schön. So. Und wir bauen noch mal ein monumentales Werk. Ja, das wird das sagen, da hinten nämlich auch noch voll gestopft. Er blickte den Nil hinab. Brauchen wir noch ein Ziel? Steuern und Gerichte. Eine große Stadt muss für ihre ursprünglichen Finanzen hinaus zusätzliche Einnahmen erzielen. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Besteuerung. Um Steuern zu erheben zu können, braucht ihr eine Stadt, einen Palast und einen Steuereintreiber. Achten Sie darauf, dass Sie genügend Steuereintreiber richten, um die gesamte Stadt abzudecken. Insbesondere die wohlhabenden Viertel, denken Sie daran, je besser die Lebensqualität in einem bestimmten Haus ist, desto mehr Steuern werden die Bevölkerung zahlen. Ein Magistrat, der von einem Gerichtsgebäude aus patrouilliert, trägt dazu bei, die Gefahr vor Verbrechen zu verringern, indem er Beschwerden entgegennimmt und dafür sorgt, dass ein kühler Kopf beherrscht. Ah. Wohnsitz und persönliches Gehalt. Wenn Sie einen Wohnsitz für sich selbst bauen, können Sie ein persönliches Gehalt aus der Stadtkasse beziehen. Persönliche Gelder werden in Ihrer Familie einbehalten und können jederzeit verwendet werden und auch bei späteren Missionen... Oh, ich kann für spätere Missionen mit Geld zur Seite legen. Das ist interessant. Ich habe jetzt gerade bei mir nochmal wieder das Problem. Ah, das geht natürlich auch. Dass ich ein Silo brauche. Nochmal wieder. Ich habe hier... Platz an dieser Straße. So. Verwalt, Tempeldistrikt ist ja hier. Hier sind die Wohnviertel. Und wird da jetzt so langsam. Eine Feuerwache wirkt sich nachhaltig schlecht auf das Gebiet aus. Ja, dann werde ich diese Dienstleistung doch woanders erbringen müssen, ne? Das Architektenbüro kommt auch dahin. Dann kann die beide da weg. Dann kann ich da nochmal Gärten hinsetzen. So. Und. Genau, das ist bei Dienstleistung, müsste das drin stehen. Ein Dorfpalast.
Steuereintreiber. Gewässer überqueren. Fähren können dazu beitragen, dass ihr Stadt reibungslos funktioniert. Sorgfältig platzierte Wasserübergänge wie Fähren und Brücken ermöglichen es den Bewohnern ihrer Stadt, sonst unzugänglich Teile der Landschaft zu erreichen, um Beute oder andere wertvolle Ressourcen zu finden. Na, dahin gibt's nur Wüste. Ich habe keinen Magistraten. Unterhaltung fehlt noch. Kurz stoppen. Nämlich da hoffentlich ausgeräumt werden, was ich gerade hoffe. Ich hoffe, so funktioniert das. Kann ich das den ganzen Scheiß mich woanders einlagern? Und ich kann mich darum kümmern, dass die ganzen Sachen woanders hingebracht werden. Ach du Scheiße, das Lager ist jetzt noch was voll. Diese Stadt ist toll. Danke. Deswegen wollte ich das eigentlich nicht sofort so machen. Aber... Was habe ich gerade getan? Oh,
Zurück. Spielladen. Da. Oh. Also die Löschenfunktion ist nicht perfekt in dem Spiel. Nicht mal im Ansatz. So. Während die Bevölkerung. Ja, das ist alles mir bekannt. Zwei Warenlager wurden gerade gemacht. Genau. Wir haben jetzt gerade den Segen der Götter nochmal bekommen. So. Und das Magistratsgebäude, weil. Jetzt kann ich hier zum Beispiel da was für die Unterhaltung hinmachen. So. Stopp. Pause. Gauklerschule kommt dahin, dann kann ich die Dale löschen. Und dann kann ich bei den Dienstleistungen nämlich ein Steuerbüro da errichten. Und für die Unterhaltung nochmal eine Bühne. Aber die Bühne, genau, die Bühne braucht. Ah, die Bühne braucht ja Platz. Ah! Bin nicht so ganz schlau draus geworden, wie ich die das letzte Mal da platziert habe. Ja, es passt aber da theoretisch perfekt hin. Mal weiterlaufen lassen. So, Steuern können wir jetzt auch erheben. Ich habe eine Notfallreserve nebenbei bekommen an Geld. Das ist nicht so ganz der Sinn. Dienstleister nebenbei. Und Architektenbüro nochmal hier oben hin. Und nochmal eine. Und ein Architektenbüro dahin. Ah ja, und eine Wegsperre da. Das gehört dahin. Mal kurz da weg. Erzeugt Gaukler und Musiker, wenn er von einem entsprechenden Schule versorgt wird. Ah!
Boah, macht mich das wahnsinnig. So, was tue ich jetzt? Keine Straßen, kein Problem. So funktioniert das nicht. Dana. Osiris. Ja, ich versuche es einfach mal mit einer Kreuzung. Was ist jetzt? Heilige Scheiße, ja? Da musst du nur eine blöde Kreuzung hin. Na bitte. Hat schon wieder so einen schönen Wuselfaktor. Und ich habe immer noch nicht genug Silos. Wie viele Silos brauche ich denn? Ah! Ich habe so viele Äcker, ich produziere zu viele Rohstoffe. Die Gegend attraktiver wird. Zugang zu einem Arzt. Kurz anhalten. Das? Nein, ich würde sagen, das reicht. Doch, das reichte.
Das ist der Stadtkern. Wir können uns ja schon mal an diesem Bote-Ding versuchen. Ah, taucht da vorne sofort einer auf. Reiche 1000 Bewohner. Eine kleine Außensiedlung. Na, tapfer waren haben wir schon mal.
Wahrscheinlich bringen die jetzt auch noch. Sehr schön, Getreide. Doch, doch, ja. Es ist ein schönes Spiel. Ich kann es jedem empfehlen, der so auf dieses kleinteilige Wuselfaktor-Spiel wie Siedler steht. Also ich bin ein Riesenfan von sowas und es macht Riesenlaune. Also ich finde, es macht Riesenlaune. Hier hast du nochmal diesen Glaubensfaktor mit dabei. Und natürlich Sieg für den Pharao. Ja, aber Leute, an dieser Stelle mache ich mit dem zweiten Video jetzt auch hier mal Schluss. Ist ja auch lang genug geworden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt, wieder werden wir eine neue Ära starten als Pharao bei Pharao New Era. Egal. Bis dann. Ciao.